Hallo Freunde, guten Musik, willkommen auf unserem MGA-Kanal. Willkommen zu Finger Exercise Nummer 22. Was genau habe ich hier gespielt? Das hier, En Masse, ist das für eine coole Fingerübung, weil sie so einfach ist. Wenn euch interessiert, wie sie geht, dann bleibt gerne dran und nach dem Spielen gebt doch dem ganzen Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn dann werden diese Videos noch mehr Gitarrenspielenden Menschen angezeigt, die ebenfalls gerne leichte, super einfache und leicht in den Gitarrenalltag zu integrierende Fingerübungen gerne spielen möchten. Also vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's los! Bevor es gleich losgeht, stelle ich euch sehr, sehr gerne die E-Books der Mannheimer Gitarrenakademie vor. Praktisch und überall mit hinnehmbar, dank E-Book. Was erwartet euch in diesen Büchern? Es erwarten euch fundierte Grundlagen in Sachen Harmonielehre. Fundierte Übungen für die Greifhand und für die Schlaghand und deren Koordination untereinander. Es erwarten euch ganz klare Sachverhalte musiktheoretischer Natur und es erwarten euch gute Tipps und zumindest Gedankengänge für den beruflichen Erfolg, wenn man ein Leben mit und von der Musik plant. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's aber los. Hallo Freunde der guten Musik, willkommen noch einmal. Von meiner Seite aus willkommen zu unserer heutigen Fingerübung Nummer 22. Wir haben heute eine Fingerübung, die auf der C-Dur-Tonleiter basiert und sich folgendermaßen anhört. Ich mache es mal langsam. Los geht's! Ja, ihr merkt schon, ich habe mich nicht überanstrengt. Es ist eine sehr überschaubare Übung. Ich zähle es mal durch. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, also ich starte auf C, ich ende auf C, aber die Reihenfolge ist interessant. Machen wir es nochmal gemeinsam, die Tabs werden eingeblendet. Ich zähle einen halben Takt ein, ja, sodass wir auf die 1 beginnen können. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das würde ich gerne nochmal machen, vielleicht einen Tick schneller. Wieder mit einem halben Takt anzählen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Noch schneller. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja? Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, ihr könnt es viel schneller spielen, als ich es eingangs dieses Videos gemacht habe. Macht es so, wie es für euch cool ist. Ihr könnt es auch in doppelten Tempo, ihr könnt es auch in 16. Noten spielen. Ja, wie auch immer. Ich spiele es noch einmal langsam, der Sauberkeit wegen. 3 und 4 und. Zur Harmonielehre, ich habe schon gesagt, wir haben hier eigentlich die C-Dur-Tonleiter zugrunde liegen. Ich spiele die Noten C, D, E, F, G. Aber jetzt gehe ich schon auf die nächste Oktave und spiele C, H, A. Starte hier auf der Mollparallele, also auf dem A. A, H, C, G, F, E, D, C. Ja? Gerne schneller, langsamer, so wie es euch gefällt, wie es euch sauber ist. Macht daraus, was ihr wollt. Sogar gerne bitte. Wendet sie gerne an. Seht es als einen Baukasten und den könnt ihr euch so zurechtlegen, wie es für euch gut ist, wie es euch gefällt. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Bis dann. Tschüss. Servus.